In diesem Fall ist es Portland. Einsatzkräfte und Demonstranten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Die Eskalation vielfach vorprogrammiert. Christopher Swanson, Sheriff im US-Bundesstaat Michigan, wollte sich mit dieser Logik nicht abfinden. Beim spontanen Protestzug in seiner Gemeinde reihte er sich auf Bitten der Demonstranten mit ein, marschierte gegen rassistisch motivierte Gewalt, die zu häufig von Männern in Uniform ausgeht. Es gibt 800.000 Polizisten in den Vereinigten Staaten und wenn man die Bilder von Floyd sieht, das ist durch nichts zu rechtfertigen. Alles, was wir Gutes für die Gemeinschaft tun, wird von einer solchen Aktion zerstört. Den brutalen Tod George Floyds durch einen Uniformierten wollen auch viele Polizisten im Land nicht so stehen lassen und knien. Gemeinsam mit den Demonstranten. Im Gedenken an Floyd, im Protest gegen den weit verbreiteten Rassismus vieler sogenannter Kollegen. Unter dem Jubel anderer Demonstrationsteilnehmer reihen sich Polizisten ein, die damit deutlich machen wollen, wir teilen eure Sorge. Auch viele Polizisten verabscheuen Rassismus. Es gibt nicht nur die Bad Cops. Ich bin seit 28 Jahren Polizist in dieser Stadt, ruft Tom Hansen im kalifornischen Oakley den Demonstranten zu. Ich begrüße das, was ihr hier macht, mit friedlichem Protest die Missstände im Land anzuprangern. Ihr seid toll und wir hören, was ihr sagt. Es sind die leider seltenen Momente der Verbundenheit gegen das Misstrauen. Wirst du mich erschießen, fragt dieses Mädchen den Polizisten am Rande der Proteste. Nein, ich bin da, um dich zu beschützen, antwortet er. Du kannst demonstrieren, du kannst Party machen, du kannst tun, was du möchtest.